Jesus said, "My Father is in me, and I am in Father." Jesus sagt, der Vater ist in mir und ich bin in meinem Vater. By the Holy Communion, Jesus came to my heart. Durch die Heilige Kommunion ist Jesus jetzt in mein Herz gekommen. We can feel it and we can think Jesus is in me. Wir können das nachspüren und wir können das Denken, Jesus, du bist jetzt in meinem Herzen. Jesus said, whatever you ask in my name, I will give it to you. Und Jesus sagt, was immer ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich euch geben. We can pray, thank you, Jesus, for your love. Wir sagen, danke, Jesus, für deine Liebe. Everybody. Danke, Jesus, für deine Liebe. Thank you, Jesus, you are the bread of life. Danke, Jesus, du bist das Brot des Lebens. Danke, Jesus, du bist das Brot. Thank you, Jesus, you are the Messiah, Son of living God. Danke, Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Danke, Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, by your powerful name, heal my soul. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Seele. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Seele. Jesus, by your powerful name, heal my mind. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Geist. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Geist. Jesus, by your powerful name, heal my thinking. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile mein Denken. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, Jesus, by your powerful name, heal my emotion. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Gefühle. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Gefühle. Jesus, by your powerful name, heal my heart. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile mein Herz. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile mein Herz. Jesus, by your powerful name, heal my body. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Leib. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Leib. Jesus, by your powerful name, heal all kind of sickness and diseases. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile alle Krankheiten und Beschwerden. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile. Mother Mary, pray for us. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Saint Joseph, pray for us. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Saint Anthony, pray for us. Heiliger Antonius, bitte für uns. Heiliger Antonius, bitte für uns. For those who didn't have the blessing with the relic of Saint Anthony, they can come forward now. Die eben noch nicht die Segnung mit der Reliquie des heiligen Antonius empfangen haben, die dürfen jetzt nach vorne kommen, damit ich sie segne.
möchte, der darf gerne nach vorne kommen. Thank you.
94. Für die Wunden, wir lassen uns besser segnen, sind wir so nicht. Und das ist So dear loving brothers and sisters, by the talk, healing prayers, holy mass, so much blessing come to us. Meine lieben Brüder und Schwestern, durch die heilige Messe, durch den Vortrag, durch die Heilungsgebete, durch die Segnungen, ist so vielfacher Segen zu uns geflossen. A new reflection, new revealing from the Holy Spirit. Wir haben neue Betrachtung, neue Offenbarung von der Heiligen Schrift bekommen. So many people experience so much peace in their heart. Viele sind hier, die so einen tiefen Frieden in ihrem Herzen spüren. And those who experience more peace than early, can you raise the hand? Und die einen größeren Frieden jetzt haben als vorher, als sie gekommen sind, die melden sich jetzt bitte. And more joy. Und die eine größere Freude haben als vorher, die melden sich bitte jetzt. More joy, ja.
And the worries leapt from the heart, from the mind. Und jetzt melden sich die, wo die Sorgen vom Herzen oder aus dem Kopf weggegangen sind. Yeah, some people when they came here, they feel very much a heaviness in the head for now for lightweight. Und viele sind gekommen mit so einer großen Schwere im Kopf und jetzt fühlen sie sich viel leichter. Die melden sich jetzt mal eben. Yeah. Somebody have a knee pain, feel better now. Und jemand mit Knieschmerzen spürt, dass es besser geworden ist. Knee pain. Wenn das betrifft, der darf sich gerne melden. Yeah. Somebody have a back pain. Und jemand mit Rückenschmerzen spürt auch eine Linderung. Feel better now. Yeah. And so much blessing come to our family. Und viel Segen ist in unsere Familien geflossen. So you are invited tomorrow and other day too. Ich lade euch auch morgen ein, herzukommen und auch am Sonntag. Tomorrow we have the blessing with the relic of Francis Xavier. Morgen werde ich euch segnen mit der Reliquie des heiligen Franz Xaver. And Sunday the blood relic of John Paul II. Und am Sonntag mit der Blutreliquie des heiligen Johannes Pauls II. So God bless everybody. Gott segne euch alle. Have a good time. Habt eine gute Zeit. Dankeschön. Danke. Yes. Okay. Also er wird jetzt noch das Wasser segnen und wir singen noch ein Lied zur Mutter Gottes.